Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum nächsten SCB Verse Report. Ja, der Frühlingsanfang steht an und so haben sich jetzt sozusagen, neigen sich die ersten 3 Monate des neuen Jahres dem Ende zu. Und ja, wir arbeiten jetzt in Star Citizen Zeit auf den ersten Quartalspatch, Verzeihung, noch nicht das Halbjahr, Quartalspatch zu. Das ist dann die Alpha 3.5 und da haben jetzt auch die ersten Tests begonnen. Wie in den letzten Wochen schon berichtet, hat die Evocati-Phase begonnen, das heißt die allererste Testphase, in der nicht nur CIG-Tester an dem neuen Patch dran sind, sondern in der die Community selber auch Hand anlegen kann. Allerdings auch nur ein ganz kleiner, ausgesuchter Teil der Community, nämlich die unter einer Verschwiegenheitsklausel von CIG arbeiten und sozusagen ja als die aktivsten Tester insgesamt in der Star Citizen Community gelten, werden Hand ausgesucht von CIG und dürfen sozusagen den ersten Blick reinwerfen. Allerdings muss man dazu sagen, dass die auch noch keinen Zugriff zu dem vollständigen Patch haben. Das ist zum Beispiel zumindest der Stand der offiziellen Kommunikation momentan. Das bedeutet, sie testen nur einen Teil, um genau zu sein, das Flugmodell, und von dort aus wird das Ganze dann erweitert. Wir sind sehr gespannt. Den Release erwarten wir so in der ersten Aprilwoche in etwa. Man könnte immer davon ausgehen, dass Ende des Monats dann das PTU, das heißt das Public Test Universe, für alle live geht. Das heißt, dass jeder dann Zugriff hat. Es wird meistens in Wellen aufgestockt, bis dann irgendwann alle Backer, also alle mit Account und Spielzugriff, dann Zugang haben, den Patch auf dem PTU testen können und er dann auf die Live-Umgebung übertragen wird. Und das ist meistens eben so ein bisschen kurz nach Quartalswechsel, 1 bis 2 Wochen später im April dann drin. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird, denn es sind ja doch einige neue Inhalte drin. Um es nochmal zusammenzufassen, wir kriegen einen ganzen neuen Planeten, inklusive 2er Monde. Arcorp kommt dazu als riesiger Stadtplanet. Das alleine ist auf jeden Fall schon ein großes Let's Play wert, dass man sich mal anguckt, wie das denn aussieht, wenn so ein ganzer Planet von der Stadt bedeckt ist. Auch wenn wir wissen, dass wir nicht in jedes Gebäude rein können und nicht durch jede Straße durchfahren, aber wir werden trotzdem viel zu sehen haben. 2 Monde, wie gesagt, bringt der Planet mit, den wir uns da auf diese Art und Weise dann mit angucken können, die ebenfalls eigen gestaltet sind und eine ganz eigene Art von Biom mit ins Spiel bringen. Außerdem haben wir das neue Flugmodell, was auf jeden Fall sehr, sehr interessant wird, da wir alle davon ausgehen, dass mit der Weiter- oder Entwicklung und vor allem gezielten Fertigstellung von Squadron 42 sich langsam ein Flugmodell etablieren wird, was dann auch bleibt. Und das wird natürlich sehr, sehr spannend, weil auch hier jeder dazu aufgerufen ist, Feedback zu geben, sobald er natürlich kann und Möglichkeit dazu hat, damit im Endeffekt das Flugmodell rauskommt, was wirklich die meisten Leute in der Community haben wollen. Also von daher, wichtiger Eckpunkt wird dieses Flugmodell sein, da ja auch die ersten Eigenschaften des Atmosphärenflugs damit reinkommen und die ganze Flugmechanik einmal auf links gedreht wird, um sie sozusagen von Grunde auf neu aufzubauen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und es wird sicherlich ein großer Inhalt davon. Genauso ja, wie einige Eckpunkte, die wir auch schon mitbekommen haben, wie zum Beispiel die Area 18 auf Arcorp, die sich findet, das heißt eine neue Landezone, die mit reinkommt und die auch heute in der vorgestellten Around the Verse-Episode etabliert wird und so weiter und so fort. Neue Schiffe kommen mit rein. Fahrzeuge und so weiter. Ich glaube, da kann man einiges mit erleben und ich bin sehr, sehr gespannt, weil sich jetzt mit Mitte März die ganze Sache wirklich dem Endspurt nähert und wir also in greifbarer Nähe des neuen Patches gelandet sind. Ja, und von da aus gehen wir zu Around the Verse, die erste Show, die wir diese Woche zusammenfassen wollen. Diesmal moderiert von Sean Tracy und Dave Haddock. Ganz charmant wieder von den beiden. Allerdings fehlte so ein bisschen die freie Moderation, möchte ich mal so sagen. Ganz am Ende kam es mal so ein bisschen raus, aber ansonsten waren sie doch... Ja, man merkt doch irgendwie, wenn der Dave Haddock dabei ist, der ist ja nun mal Lead Writer da, der ist also der Narrative Director, Verzeihung, und der, irgendwie schreibt der das vor, was sie moderieren. Naja, egal. Es sind die 3 Hauptthemen, die sie drin haben, mit der Arcorp Area 18, um genau zu sagen, der Plaza, die sie jetzt zeigen, so die ersten Images, die ersten kleinen Eindrücke, die man davon kriegt, und Leuchtreklamen. Dann der Projectile Manager wird thematisiert werden, ein Tool, was ebenfalls sich auf der Roadmap zur Entwicklung befindet. Und In-Lore Holidays, also Feiertage, sind ein Thema. Nachdem sie natürlich kurz vorgestellt haben, was die Community so gemacht hat, da gab es ein Hammerhead Battle, sah man kurz im Hintergrund. Jägerwellen traten gegen eine vollbesetzte Hammerhead an. Leider haben sie nicht gesagt, wie das Ganze genau ausgegangen ist. Aber vielleicht guckt man sich das einfach an, wer das denn gepostet hat. Und ja, das könnte vielleicht ganz interessant sein. Ja, also zumindest 3 Themen haben wir in dieser Art, von denen visuell mit Sicherheit die Area 18, Arcorp und die Plaza das beeindruckendste ist.
Denn hier können wir uns vielleicht noch, wer länger dabei ist, an das alte Social-Modul erinnern. Hier hatten wir schon mal so einen groben Eindruck, wie denn ARCorp in etwa aussehen sollte. Das hatte so die ersten Anklänge von Cyberpunk, von einer Sci-Fi-Look, irgendwie Umgebung à la Blade Runner, Cyberpunk, fünftes Element und so weiter und so fort. Das Ganze hat sich jetzt noch deutlich verschärft, und zwar durch die Hologramme und Leuchtreklamen, die sie eingebaut haben. Der ganze Look soll jetzt noch dunkler, also wirklich darker sein im Sinne dieses Kunstbegriffes Dark, Dark Art, also Dark Noir, Neo Noir, solche Filmrichtungen, die man wie gesagt kennt aus Judge Dredd, aus wie gesagt Blade Runner als alten Klassiker absolut, aber auch eben solche neuen Strömungen dann wie das aktuelle Cyberpunk, was damit eingearbeitet werden soll. Also hier soll sozusagen noch viel mehr Tiefe in die Welt gebracht werden, damit sie sich auch eben deutlich unterscheidet zu dem ja vielleicht sogar helleren, wenn auch dreckigeren, aber helleren Lorville, was wir jetzt bereits kennen. Also eine sehr, sehr aufwendige visuelle Arbeit, wo insbesondere eine ganz spezielle Reklame sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, und da muss ich ein bisschen schmunzeln, diese Fitz-Reklame. Also Fitz ist der Softdrink, der dort beworben wird, wo eben so eine Dose als Hologramm auftaucht. Diese Reklame ist eben sehr, sehr aufwendig gemacht mit diesen, ja, Regenschauern, die da runterkommen. Es ist natürlich nicht Regen, es ist dieses Getränk, was da vom Himmel fällt und was da eben aufwendig animiert wurde und wo tatsächlich auch die Tropfen, die Hologrammtropfen von dem Körper abprallen, der darunter hindurchgeht, dass also die Umgebung damit verändern. Das ja, haben sie extra herausgehoben. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil das sehr witzig ist. Diese ATV-Episode enthält zwei sehr unterschiedliche Dinge. Einmal diese Spielerei, die man ja wirklich nicht anders bezeichnen kann, mit dieser Art, um eben so eine Art Immersion zu geben, um was zu geben, was man sonst nirgendwo vielleicht in dieser Art und Weise schon gesehen hat. Auch die ganzen Artworks, die wir im Hintergrund sehen, die ganzen Marken, die entwickelt wurden dafür, alleine um dieser Welt Tiefe zu geben. Das waren Alltagsmarken, die sie da gemacht haben. Also irgendwelche Essenshersteller, irgendwelche Kleidungsmarken, irgendwas, was man eben aus der Realität kennt. Alles Mögliche haben sie entwickelt, dann als Logos erstmal in zweidimensional gemacht und dann das Ganze eben umgesetzt, damit es wie ein Hologramm aussieht. Man sieht im Hintergrund eben so die üblichen Marken, die sie jetzt dazu erfunden haben, um dem Ganzen eben Tiefe zu geben. Und das Ganze eben wirklich im Grunde reiner Fluff, also wirklich nichts, was jetzt rein technisch irgendwie hochgradig notwendig ist, aber was auf der anderen Seite dem ganzen Spiel Tiefe gibt. Und wenn wir dann später gleich zum Objectile Manager kommen, das wird das nächste sein, das ist das genaue Gegenteil der Fall. Irgendwas, was visuell überhaupt nicht interessant ist und was letztendlich eine Sache ist, wo man sagt, schön, toll, dass ihr das macht, aber okay. Aber was wahnsinnig wichtig fürs ganze Spiel ist, und dass das eben parallel passiert, das stellt diese Episode von Around the Verse sehr, sehr schön dar. Und ich freue mich sehr auf ARCorp, weil im Grunde genommen ist es ja das, wovon wir Spieler leben, dass wir solche Erlebnisse haben und da hingehen und einfach nur denken, wow, Wahnsinn, wie cool ist das denn? Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch, dass es erträglich ist von den Framezahlen her und dass es funktioniert und mit dem ganzen Fluff, mit dem ganzen Kram. Und darum sind eben diese Parallelentwicklungen da sehr, sehr, sehr interessant, die sie hier darstellen. Gerade das beides so gegeneinander zu setzen, finde ich sehr beeindruckend. Und ich freue mich da sehr, sehr drauf, zumal man wirklich merkt, dass da ganz, ganz viel Liebe im Detail steckt, ganz viel Überlegung und Kreativität in den ganzen Marken hier, wie unterschiedlich die auch aufgebaut sind. Und ich glaube, dass ARCorp auf die Art und Weise schon sehr, sehr viel Tiefe mitbringen wird. Und das in nächster Zeit dann wirklich nur noch besser werden kann. Also wenn andere Landezonen dazukommen, wenn dann andere Landezonen, die auch irgendwo erschaffen werden, auch mit diesen Marken ausgestattet werden, die Shops entsprechend auch die Produkte enthalten. Also dann wird auch Ingame-Werbung funktionieren. Das wird eine sehr interessante Überlegung, ne? Man sieht es, man sieht die Werbung überall und dann geht man irgendwo hin und kauft ein Getränk und dann nimmt man halt Fitz, weil kennt man. So, finde ich total witzig, dass es halt auch in-game dann auch Gemini oder die ganzen Waffenhersteller die Werbung machen, wo man sagt, ja, ach, die haben so schöne bunte Bilder. Naja, ihr versteht, was ich meine. Finde ich ganz cool. Ja, und dann das nächste Thema, ganz, ganz anders. Wirklich komplett Backend. Hier geht es wirklich nur darum, dass die Projektile, die die Waffen abfeuern, nicht so viel Performance fressen. Also das ist das ganze Projekt, was sie hier gezeigt haben, dieser Objectile Manager, in einem Satz zusammengefasst. Es ist eben so, dass die ganzen Projektile, die die Waffen abfeuern, momentan als einzelne Entities gespawnt und entsprechend gerendert und berechnet werden. Das Rendern nimmt nicht mehr viel Kapazität ein. Sie haben nur noch, das ist quasi nur noch eine Box mit einer Textur, die sie da rendern. Das geht sehr, sehr schnell. Aber wenn
eben Spieler sowas machen, wie man hier sieht, nämlich 4 Gatlings an eine Hammerhead bauen und das Ganze auf 6 Türme rauf, dann kommen, da ist so viel Blei in der Luft, dass es trotzdem ein extremer Performanceverlust ist. Also das bedeutet, obwohl sie schon versucht haben, die Projektile selbst so klein wie möglich zu machen, ist es mit diesen einzelnen gerenderten Entities, das Spiel kommt einfach ins Stocken. Man kann gar nicht so schnell die Dinge spawnen und die Entities spawnen, wie das da notwendig ist. Und das wiederum führt eben dazu, dass man bestimmte Einbußen einnehmen wird, gerade wenn man, wie man sich am Anfang, was die Community so macht, vorstellt, die Hammerhead einzuführen, mehrere Hammerheads und wie auch im Spiel, im Video gesagt wird, größere Schiffe sind ebenso ein Problem. Und man sieht es hier so ein bisschen, die Performance leidet halt extrem, wenn diese ganzen Waffen auf einmal abfeuern. Und dann haben sie eben ein Tool dazwischen geschaltet oder arbeiten gerade an einem Tool, das nennt sich dieser Objective Manager und der hat einzig und allein den Sinn, diese ganzen vielen einzelnen Entities zu ersetzen und sozusagen nur ja durch berechnete und einzelne Koordinaten darzustellen. Das bedeutet, es gibt dann sozusagen nicht mehr pro Projektil eine Entity, sondern für den Zeitraum, wo das Projektil im Weltraum unterwegs ist oder in der Luft unterwegs ist, wird sozusagen dann ja nur noch eine Art Ankerpunkt berechnet, der von A nach da B fliegt und der auf diese Art und Weise eben das ganze Rendering und das ganze Spawning und ähnliches spart, sondern es wird quasi nur noch berechnet, es muss jetzt von da nach da ein Projektil fliegen und was da unterwegs auf dem Weg ist, dort rendert und spawnt dann quasi das Projektil und schlägt erst ein. Das heißt, man spart sich sozusagen eine ganze Menge Rechenzeit zwischenzeitlich und auf diese Art und Weise sollen eben diese hohen Performance-Kosten, die die ganzen Projektile momentan aufnehmen, verringert werden. Bis zu dem Punkt hin, dass es sozusagen fast keinerlei Rechenzeit mehr kostet, die einzelnen Projektile zu berechnen im Spiel, was wiederum sich für alle Spieler dann deutlich in einer Serverentlastung und in dementsprechend auch den FPS-Anstiegszahlen widerspiegeln sollte. Also tatsächlich ein wirklich sehr hintergründiges Projekt, ein Projekt, wo man merkt, dass der von seinem Akzent her eindeutig deutsche Engineer, der da dran sitzt, sicherlich sehr, sehr, sehr konzentriert auf einen ganz bestimmten Punkt rausarbeitet, der wirklich wie eine Art Baustein ins Spiel eingesetzt wird, damit dann eben solche größeren Kämpfe auch möglich sind. Und insbesondere, weil sie auch es zeigen im Beispiel Schiffe wie die Idris oder ähnliches, die entsprechend noch größere Waffe haben und die dann wiederum auch Projektile abfeuern in einer ziemlich hohen Kadenz, die dann an sich, man sieht es hier im Hintergrund, an sich eben sehr, 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 sehr massiv sind und berechnet werden müssten. Für dafür eignet sich eben dieses Modell auch ganz wunderbar, weil man auf diese Art und Weise dann wirklich auch zu Großkampfschiff kämpfen kommen kann. Was für ein cooler Satz, die dann auch im Spiel berechnet werden, ohne dass alle unter einem riesigen Performance-Einbruch leiden. Also sehr, sehr spannend, fand ich ziemlich cool und muss sagen, dass ich gerade hier den Gegensatz ziemlich, ziemlich nice fand, den man so dargestellt hat. Ja, und jetzt kommt was ganz Interessantes bei Around the Verse. Das ist jetzt quasi so eine Art Eigenwerbung. Ich fand es einen sehr klugen Schachzug. Sie haben jetzt also hier einen der Lore-Experten hingestellt, den man auch hier aus den früheren Lore-Makers-Guides und sowas alles kennt und lassen ihn erklären, was denn jetzt für Star Citizen In-Game-Feiertage auf uns zukommen. Das bedeutet quasi alles, was wir so kennen hier, mit was Adam Wiesner gerade so vorstellt. Gibt es natürlich auch im Star Citizen-Universum, allerdings ja eine ganze Zeit in der Zukunft von hier aus gerechnet. Und dementsprechend ist es ein bisschen anders als das bei uns. Aber sie wollen es natürlich trotzdem einführen. Und natürlich ist immer mit jedem so einem Feiertag irgendeine Art von Sale verbunden. Na, wer hätte es gedacht? Also sowas, das sind ja Schlitzohre da. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt auf jeden Fall jetzt 3 anstehende In-Game-Lore-Feiertage. Das eine ist das Stellar Fortuna Fest, das ist jetzt passenderweise am St. Patrick's Day, also alles schön grün getüncht, ist ein Explorer-Feiertag, geht also aufs 23. Jahrhundert eigentlich zurück und ist quasi der erste interplanetare Feiertag, den die Menschheit gemeinsam gefeiert hat. Damals noch mit der Marskolonie und der Erde zusammen wurde also ein Feiertag festgelegt, wo man eben den Entdeckergeist und ja, den Exploring Spirit der Menschheit gemeinsam feiert und von dort aus sozusagen dann in ein ordentliches Besäufnis startet, wie man das in Amerika so macht. Zum St. Patrick's Day. Das nächste ist der Triggerfish. Ja, und das ist im Grunde genommen der in Amerika ja auch sehr verbreitete April Fool's Day, unser April, 1. April Scherztag, den wir ja auch hier in Deutschland kennen. Und der wurde sozusagen ersetzt durch den Begriff Triggerfish. Kommt daher, dass es ein Gerücht gibt oder eine Legende gibt, dass es im Magnus-System einen geheimen vierten Planeten gibt. Und dieser geheime vierte Planet wurde eben von der UEI geheim gehalten und nicht kartografiert und so. Und die Leute, die dumm genug sind, auf diese
diese Art Legende reinzufallen und dorthin fliegen, die werden dann als Triggerfish bezeichnet. Und das hat sich sozusagen ausgeweitet auf den ganzen Tag. Das ist dann der Triggerfish Day und dieser lädt dann eben ein, Scherze und Witze zu machen. Und CIG hat ja auch selber schon manchmal sowas gemacht. Zum Beispiel war einmal unsere ganzen Hangar voller mit Fischen. Also das ganze Hangar schwamm als riesiges Aquarium zum 1. April. Fand ich sehr, sehr cool. Vielleicht fällt Ihnen ja wieder sowas ein. So, und Pax Humana oder Pax Humana auf Latein, Friede der Menschheit, das ist das Osterfest, würde ich jetzt schätzen. Sie haben es nicht genau gesagt, aber ich gehe davon aus. Dies ist ein Feiertag für alle Beteiligten der UII-Streitkräfte. Also alle und die unter Waffen dienen, haben dort sozusagen ihren Tag, ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem amerikanischen Veterans Day. Aber es ist ein Friedensfeiertag und zwar geht er auf den ersten weltweiten Friedenstag vom 8. November 2308 zurück. An diesem Tag wurde sozusagen endgültig beschlossen, was vorher schon erkannt wurde, dass die Menschheit nur dann als Spezies überleben kann, wenn sie gemeinsam agiert, und damit wurden alle Streitkräfte der Erde unter einer gemeinsamen Flagge vereint. Und das ist sozusagen der Tag, an dem es keine einzelnen Streitkräfte auf der Erde mehr gibt, sondern nur noch das Gemeinsame. Und dieses wurde mit einem großen Sternmarsch in New York City gefeiert und wird auch jetzt seitdem jedes Jahr gefeiert als Pax Humana Day. Ja, das ist sozusagen auch etwas, was man später dann in-game erleben kann und das wird natürlich ganz besonders spannend und wir können uns wahrscheinlich über Sales freuen, wie zum Beispiel den aktuellen St. Patrick's Day Sale. Haha, natürlich heißt der jetzt Stella Fortuna Sale und dort kann man also grün angestrichene, limitierte Auswahl von Bogenfahrzeugen erwerben und auf diese Art und Weise sich dann vielleicht was sichern, was man sonst nicht unbedingt wiederkriegt. Letztes Jahr waren es Raumschiffe, da gab es zum Beispiel auch eine 890 Jump auf diese Art und Weise und so. Naja, guckt euch mal rein, wenn euch das interessiert und dann kann man ja sehen, ob da vielleicht das ein oder andere interessante Angebot mit dabei ist und wie es natürlich mit den anderen Feiertagen weitergeht. Gut, so viel dazu und damit kommen wir nochmal auf jeden Fall zu Reverse the Verse. Das war eine sehr spezielle Episode diesmal, die lohnt sich durchaus anzugucken, aber sie lohnt sich nicht so richtig zusammenzufassen. Es ging mal wieder um Artwork, um genau zu sein, wie baut man einen Helm, und zwar einen Helm für einen Banu. Und da war Art Director, glaube ich, ist es Josh Herman im Interview zusammen mit dem guten Discolando, der sich gerade hinter meinem Stuhl versteckt. Und die beiden haben also in einem Livestream zusammen einen Banu-Helm entworfen. Das Ganze war cool anzusehen, wie immer, wenn Josh Herman sich hinsetzt und irgendwas bastelt, sei es riesige Spinnen oder irgendwelche anderen Geschichten oder auch eben solche Gegenstände. Und gerade so sich zu überlegen, wie dadurch, dass die Banu so eine hornartige Kopfform haben, wie denn so ein Helm da drüber passt und so weiter, fand ich sehr, sehr spannend. Und es ging im Grunde genommen darum, dass sie hier einen Forscherhelm bauen wollten, das heißt mit einem relativ großen Visier, einer großen Glaskuppel, wo halt der Banu da drin sehr, sehr viel sehen kann, im Gegensatz zu den ja eher gedrungen wirkenden und stark visierten Helmen, die für Kampfeinsätze gedacht sind. Und insgesamt war es natürlich einfach eine Episode, wo man wieder mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken konnte und wenn ihr dazu eine Textzusammenfassung haben wollt, dann könnt ihr das gerne bei SCB nachlesen. Dort findet ihr auch eine ganze Menge Screenshots, da kann man schön die Entwicklung, wie ihr das so weiterverfolgt, nachempfinden, obwohl man ohne auf diese Art und Weise sozusagen dann den ganzen Stream gucken zu müssen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr spannende Sache und ich lade euch herzlich ein, einfach bei SCB vorbeizuschauen, um euch das Ganze eben anzugucken. Und Josh Herman, der ja nun wirklich ein Meister seines Faches ist, hier auf seiner Reise zum Banu-Helm zu begleiten. Ja, so viel dazu und das war Reverse the Verse für letzte Woche. Und von da aus gehe ich mal zu News auf dem Crash Academy Channel. Und da freue ich mich ganz besonders schon drauf. Und zwar habe ich eine kleine Neuigkeit, die insbesondere und auch ausschließlich Crash Academy Twitch betrifft. Und zwar erhalte ich in Zukunft Unterstützung auf dem Livestream-Kanal von Crash Academy. Da freue ich mich sehr drüber, denn ein langjähriger Freund und Bekannter hier von mir, der uns auch schon ewig hier unterstützt, hat mit mir jetzt schon eine ganze Weile darüber gesprochen, dass er mich unterstützen wird bei unserer Arbeit hier auf Crash Academy, das heißt, er selber streamen wird und ich freue mich ganz, ganz doll, dass eben auch unser langer Moderator und kann man sagen auch nach Roal auf jeden Fall hier Chefmoderator im Channel Wusi demnächst auch live sein wird auf Crash Academy, das heißt, der wird Partner-Streamer hier, der wird den Kanal selber nutzen und ganz nach Lust und Laune, wie er Zeit und Spaß hat hier, den Kanal selber mitnehmen
mit bestreamen. Natürlich auch mit Star Citizen, beziehungsweise großteilig eigentlich ausschließlich Star Citizen wird er zeigen. Und ich freue mich da ganz besonders drüber, weil er nicht nur ein cooler Moderator ist und vor allem auch eine ganze Menge spannender Let's Plays bietet, sondern vor allem sehr, sehr viel Information dahinter steckt. Denn Wusi ist einer von zwei Betreibern von der Star Citizen Workarounds Page, die ich auch immer wieder hier im SCBverse Report bewerbe, auch an dieser Stelle auf jeden Fall. Das ist ja die Seite, wo ihr hingehen könnt und entweder Bugs melden oder auch gucken könnt, ob ihr vielleicht einen Workaround für einen entstehenden Bug gefunden habt oder für einen Bug, der euch gerade nervt. Das macht auf jeden Fall Wusi zu einem der Experten hier rund um Star Citizen und der gerade natürlich jetzt, wo die PTU-Phase kurz bevorsteht, viel unterwegs sein wird. Und während ich natürlich meine Shows ganz normal weitermache und man weiß ja immer an den Channel-Ereignissen, wann ich dann online bin, wird Wusi so, wie auch immer er Lust und Zeit hat, die Zwischenzeit mit Star Citizen Let's Plays füllen und ich freue mich da riesig drauf. Und natürlich, bevor die Frage entsteht, und es soll natürlich auch kein Geheimnis sein, selbstverständlich erhält Wusi auch eine Beteiligung hier für seine Arbeit. Das bedeutet, er kriegt eine Umsatzbeteiligung, je nachdem, wie der Gewinn letztendlich ausfällt, also ist seine Gewinnbeteiligung und wird dementsprechend natürlich auch für seine Arbeit hier kompensiert. Das soll ja ganz klar sein und ich freue mich da riesig drüber, dass wir das machen können und dass auf diese Art und Weise der Channel noch ein bisschen mehr bespielt wird und kann euch nur ganz herzlich einladen, einfach dann ab nächste Woche mal reinzuschauen, denn Wusi wird das auf jeden Fall über Twitter immer wieder bekannt geben, wenn er dann online ist und wir dann loslegen und ein bisschen mehr Content noch auf Crash Academy Twitch bringen. Ja, vielen, vielen Dank dafür, da freue ich mich schon riesig drauf und wird eine ganz großartige Zusammenarbeit und ja, ich bin auf jeden Fall total begeistert, dass wir damit jetzt loslegen können. So, ja, damit also nochmal zu den regulären Livestreams, die jetzt nächste Woche kommen, die von meiner Seite jetzt kommen. Wie gesagt, das bleibt auch alles so, wie es ist und ich streame also ganz normal und Wusi sozusagen macht das dann ganz, wie er möchte, mit seinem eigenen Twitter-Account kündigt er das an und da könnt ihr sozusagen einfach immer mal wieder reinschauen und natürlich followen und abonnieren, wenn ihr dann immer eine Nachricht haben wollt. Aber ich bin auf jeden Fall wie immer am Sonntag dran, das ist dann der 17.3. 19.30 Uhr geht's los mit dem Star Citizen Let's Play Sunday, endlich mal wieder rein ins Spiel, Star Citizen Let's Play, das Ganze wie gesagt Sonntagabend 19.30 Uhr, dann geht es weiter und da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf, das ist dann am 21.3. der Donnerstag kommender Woche, da ist mein Geburtstag und das bedeutet, ich habe abends ab 20 Uhr die Geburtstagsparty, der Sawyer B-Day Livestream, der kommt dann live und ja, da kommen ganz, ganz viele schöne, nette Gäste, wo Wusi wird natürlich mit dabei sein, aber auch Shakes, Tendro, Syntoxic wird auf jeden Fall mit da sein und wir werden uns eine coole Zeit machen. Das heißt, ich lade euch ganz herzlich ein, direkt Zeuge unserer Geburtstagsfeier hier zu werden. Das erste Mal, dass ich live auf Twitch abends meinen Geburtstag feiere und ich freue mich da sehr, sehr drauf, da mit den Leuten viel, viel Unsinn zu machen. Und ich glaube, Shakes und Tendro, die hacken im Hintergrund schon viele, viele lustige Spiele aus, die wir da machen können. Also mal gucken, was passiert. Was genau, weiß ich auch noch nicht. Wir lassen uns dann einfach mal ein bisschen überraschen, aber ich lade euch ganz herzlich ein. Wie gesagt, kommenden Donnerstag ab 20 Uhr. Ja, ansonsten natürlich nächsten Freitag wieder, das ist dann der 22.3. Ab 18 Uhr, da bin ich dann wieder ausgenüchtert, gibt es den SCBverse Report und die Q&A-Talkrunde live auf Twitch. Könnt ihr natürlich auch gerne reingucken. Und wer auf jeden Fall auch noch Interesse an meinem zweiten Kanal hat mit Warhammer 40k, da kann ich ganz herzlich einladen. Nächsten Dienstag gibt es dann Special-Livestream. Wer Warhammer 40k Kill Team kennt und daran interessiert ist, sollte da unbedingt einschalten. Ab 20 Uhr kriegt es dann mich rund um Kill Team, da gehen wir nochmal genaue Regeln durch. Es steht nämlich ein Match bevor und wir gucken uns alles rund um dieses Spiel an. Da lade ich euch also auch ganz herzlich einmal vorbeizuschauen und natürlich am Freitag wieder um 21.30 Uhr. In dem Sinne, guckt vorbei und vor allem ja, informiert euch, wann dann der Wusi loslegt und stattet dem mal einen Besuch ab und lasst dem mal ein herzliches Hallo da. Der freut sich natürlich auch, wenn ihr dann einschaltet. In dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Bis bald hier auf YouTube oder natürlich auf Twitch. Ich freue mich auf euch und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und see you on the flight deck. Sawyer out.